Uns war doch schon lange klar, dass die Infektionszahlen im Herbst durch die Decke gehen werden. Deshalb sind wir so gut vorbereitet. Viele Fachleute sagen uns, wir müssen schnell und entschlossen handeln. Da hören wir natürlich drauf. Natürlich lernen wir aus der Krise. Ich musste ja auch nur einmal auf eine heiße Herdplatte fassen, um zu verstehen, dass es schmerzt. Nicht, wie meine Frau behauptet, fünfmal in einer Woche. Wir sind keine Virologen und wir äußern uns grundsätzlich nicht zu Sachen, von denen wir nichts verstehen. Wir verfolgen seit Beginn der Pandemie konsequent eine klare Linie und deshalb sind die Menschen ja auch so zufrieden mit uns. Die Mehrheit wünscht sich strengere Maßnahmen. Dann machen wir das natürlich und ignorieren es nicht wochenlang aus Angst vor einer lauten Minderheit und den Schlagzeilen eines Zeitungsverlages. Wenn wir gerade eines zeigen, dann wie toll wir aus den letzten drei Wellen gelernt haben. Die Menschen haben uns dafür gewählt, Verantwortung zu übernehmen und nicht, um schwierige Entscheidungen an die Bürgerinnen und Bürger abzugeben und das Ganze dann Eigenverantwortung zu nennen. Wenn wir als Regierende etwas können, dann ist es auf die Wissenschaft hören und frühzeitig entschlossen handeln. Wie bei der Klimakrise. Hä? Jugendsprache? Ja, Jugendsprache, kann ich, natürlich. Hey, ihr Swiffer, was cruncht? Schon unseren Kanal abonniert? Und lookt auf jeden Fall in die ARD-Mediathek. Da gibt's jetzt das Browser-Ballett als Sitcom-Satire in Serie. Mit Luise von Fink und Schlecki Silberstein. Und bangt die Glocke, ihr Floppies.